Vaporum Folge 22. Wir stehen. Wir stehen vor der Tür und kommen nicht rein. Aber jetzt, okay. Ich dachte schon. What the fuck, habe ich mir schon gedacht. Gerade. So nicht, Bube. Hast du dir so gedacht, aber so ist es nicht. Ja, ich weiß, es wäre jetzt sinnvoller, auf Keulen umzustellen, aber ich bin einfach zu faul, jetzt da ständig hin und her zu machen. Das nervt mich ehrlich gesagt ein bisschen. Deswegen lasse ich das jetzt. Okay. Kampf ja auch so ganz gut geschafft. Zwei Repair-Kits. Das scheint mir ein relativ weitläufiges Gebiet zu sein. I need a key. Rusty key. This place, the main pipeline hub that brings fumium to all other parts of the arcs. Can't believe I was once so proud of taming this stuff. Scheiße, da ist wieder so ein Viech. Und nicht nur eins, wie man hier augenscheinlich sieht. Aber ich glaube, mittlerweile haue ich da schon ganz gut drauf, so mit Dual Wielding und so. Aha. Ja, das sind diese kleinen Wartungsschächte. Aber läuft doch soweit ganz gut. Wie sieht es denn jetzt hier eigentlich aus mit dem Level Up? Dauert noch. Wenn ich nur so 5 Fumium bekomme für einen Kampf, ist natürlich... Okay, hier ist eine Kiste, da würde ich gern hin. Das mit den Notes geht immer noch nicht. Ich glaube, es gibt bis dato immer noch keinen Patch zu dem Spiel. Ist eigentlich unglaublich, gell? So, war da nicht noch eine Kiste irgendwo? War das die, die ich gesehen habe? Mhm. Genau, die da. Die habe ich gemeint. Da ist auch nochmal eine Kiste. Aha. Ein Sealot-Outfit. Auch ihr für so ein Techie. Fumium Light. Fumium Light. Agatha Churchy, die erste Nachricht von ihr. This is becoming almost laughable. We have just discovered yet another use for Fumium Light. During motion in liquid form, it glows with this mesmerizing light blue color. I've been staring at it for days since the discovery and I just can't get enough. Very pleasant on the eye. I have submitted a proposal to use Fumium for lighting, as it's already everywhere in circulation anyway. That would save us a lot of running costs. Laura Reich was ecstatic about it. She said that the more way we
ways we can put Fumium to work, the better. So I hope the proposal will go through. It will be so much more beautiful out there, out here afterwards. Fumium Research Unit 4. Ja, also sie hat festgestellt, die Agatha, oder Agatha, hat festgestellt, dass man mit Fumium auch ganz toll Licht machen kann und sie möchte gerne alle Lampen mit Fumion-Varianten ausstatten. Hauptsächlich deswegen, weil es kostengünstiger wäre. Und irgendwie hat sie auch gesagt, sie starrt da ganz gebannt drauf. Also irgendwie scheint sie das so ein bisschen einzunehmen. So, wir müssen jetzt wissen. Wie man. Das ist wahrscheinlich das hier, ne? Diese Lichter. Ich glaube nicht, dass ich irgendwo anders hin muss und da. Um da eine Falltür zu schließen. Das bedeutet für mich also, das muss hier zu lösen sein, das Problem. Da ist noch ein Hebel, habe ich den schon gesehen? Ah, da ist der Key. Right, they're crawling everywhere. Gott. Ja. Zack, zack. Also man will ja nicht behaupten, dass das Kampfsystem von solchen Dungeon Crawlern besonders taktisch wäre, aber im Vergleich zu Grimrock oder so ist das ja hier wirklich nur draufhauen und ein bisschen um die Ecke strawenzeln. So. Superior Acid Nozzle. Steelhelm, cool. Aber das ist ja das, was ich anhabe, eigentlich besser. Slow Progress. Markus Reich. A little worried about the current research projects we're undergoing. The Bureau is slow to analyze our output and the documents we send out every month have still not been acknowledged or even given proper opponency. We haven't received authorization for the upcoming research schemes either. However, some teams continue to hammer away on their own initiative, and I have to curb the progress artificially. What's worse, more and more accidents are popping up around the research focused on Fumium. Is it because of the failure to comply with regulations, or because of the instability the substance is becoming known for? I don't know yet, and I want answers. Mm-hmm. Ja, also, Markus Reich sagt, er kriegt vom
vom Bureau, also von seinen Vorgesetzten, keine Rückmeldung mehr. Also was jetzt zum Beispiel neue Projekte angeht, die vielleicht bewilligt werden müssen und so weiter, wie es halt weitergeht jetzt mit der Forschung. Und außerdem würden jetzt lauter... Jetzt der hier. Würden jetzt lauter Unfälle passieren, meint er. Und er weiß nicht, ob es irgendwie daran liegt, dass die Wissenschaftler so unvorsichtig handeln, oder ob es daran liegt, dass das Fumium, was für seine Instabilität bekannt ist, einfach instabil ist. Kommen wir jetzt echt dahin. Müssen wir mal gucken. Vom Live-Leaching hätte ich ja wirklich gerne mal auch eine bessere Version. Das wird wirklich was einbringen. Kann man nur nach vorne schieben? Und das kann man auch nur dahin schieben. Okay. Das Loch wahrscheinlich. Ja, das gleiche wahrscheinlich hier. Und das gleiche wahrscheinlich hier. Da muss ich dann ziehen höchstwahrscheinlich. Oh. Steht der im Weg, der Typ? Ach so. Mhm. Ah, ich bin der Falle. Aber natürlich für einen wie mich, der draufhaut wie ein Berserker, ist das alles kein Thema. Brauche ich jetzt eigentlich diese Kiste noch dann? Oder wie ist das jetzt hier zu verstehen? Apropos Kiste, ich habe irgendwo eine Kiste gesehen. Hier. Und eine Tür.
Kisten sind in dem Spiel ja so ein bisschen das Highlight. Okay, aber ich komme da nicht hin. Also hier ist alles abgegrenzt. Da ist noch eine Lücke. Ah, jetzt habe ich falsch gespeichert. Was ist denn das da vorne? Das ist doch ein anderes Viech, das kenne ich doch gar nicht so. Das ist doch was Neues. Nee, das ist nichts Neues. Ich dachte, das wäre was Neues. Entschuldigung, ich dachte, das wäre irgendwie... Es sah bedrohlicher aus von hinten. Durch was wird der ausgelöst? Durch irgendwas wahrscheinlich. Muss ich da rein? Ah, Scheiße! Oh, Scheiße, der ist schon an mir vorbeigefahren. Hier muss ich mal ein X reinmachen, dafür, dass es eine Kiste ist. Ist da vielleicht ein Knopf oder so? Nö. Nein! Aber irgendwie ist das sicherlich zu öffnen. Na gut, man kann ja erstmal gucken, wo was noch so abgeht. Das X markiert die Stelle. Das Ding hat wahrscheinlich die Spinne zerstört, oder? Ja. Genau. Moment, da ist doch schon was drin. Ein Steel Sword. Als hätte ich es nicht geahnt. Newfound Joy. Die Jane Shane. Hey friend, remember my last letter going on about how boring life was here? Well, you can just forget about that. We are working on a new exciting experiment led by Laura Rake. She's amazing. And I must say, I have finally found my place in the tower. Won't be able to meet you at lunch anytime soon. You know, buried under all the test tubes and papers and tasks. Haha. Gut, also die Jane ist jetzt auch eingenommen. Von Laura. Mal gucken, ob das auch dauerhaft so ist. Ich meine, das werden wir niemals erfahren, denn das war die letzte Nachricht von Jane. Aber es könnte durchaus sein, dass wir Jane in irgendeiner Form hier vielleicht mal vorfinden. In irgendeiner abgespaceden... Okay, das ist wieder eine ganz andere Kiste hier. Ah!
Aha. Ja, ich bräuchte eine Verbesserung zu dem hier, ne? Weil die 3 Combat-Punkte, die möchte ich natürlich nicht aufgeben. So, nochmal eine Shotgun. Aber ich denke mal, von diesen ganzen Kutten können wir mal was wegtun. Also, Adapt Outfit gibt mir 1,2 Tech Region und 3 Tech. Das ist doch quasi die kleine Variante davon, die können wir da lassen. Das Teil. Repair Power. Eigentlich sollte man das anziehen, höchstwahrscheinlich, wenn man auf Repair drückt. Und das, ja, naja gut, das behalten wir mal. Schild, ich meine, das brauche ich wahrscheinlich alles gar nicht, aber... Und hier die 2 Hämmer, jetzt könnte man natürlich sagen, einen davon kannst du wegtun. Wahrscheinlich stimmt das auch, denn ich werde ja wahrscheinlich, wenn ich das richtig verstanden habe, niemals 2 Waffen gleichzeitig in Hand nehmen können. Also ich warte jetzt nochmal ein Level ab, ob ich da irgendwie das hier vielleicht drücken kann. Wenn nicht, dann schmeiße ich die Hämmer weg, weil da brauche ich sie auch nicht mehr. Okay, hören wir uns mal... Audiolog an. Revolt. The fools revolted. It began within my own team of underlings and quickly spread to the common workers. They accuse me of people disappearances, that I neglect safety and push them to the limits in taking grave risks. Useless worms. They have no idea that some of them have already become a part of my secret experiment, one not even Marcus knows about. At the gathering, even James Kroll, the prodigy kid and loyal follower of my endeavors, questioned me. Questioned me, Laura Reich. What nerve! And then he pointed at my Fumium amplifier headset, accusing the substance of having infected me. All of a sudden, this uncontrollable primal anger took hold of me. I lashed out at him and struck him with a discharge. The kid just collapsed to the ground with his eyes gouged out and his brain leaking out of his ears. And then... I blacked out. Okay. I just can't believe what was happening during my absence. Why would Laura do such things? At least the state the tower's in is starting to make sense now. Hat der eigentlich noch eine Nachricht hinterlassen? Eine hat er noch. Okay, also, der James Kroll hat ja zuletzt gesagt, dass die Laura sich verändert hat und das hat sie augenscheinlich. Also sie beschwert sich jetzt darüber, dass ihre ganzen Mitarbeiter, sie nennt sie hier Underlings und Worms, ja, also Würmer und was weiß ich, dass sie sich alle ein bisschen, ja, dass sie revoltieren quasi, dass sie ihre Sachen in Frage stellen, dass sie sagen, dass sie nicht sicher genug arbeitet und so weiter. Und sie sagt, die haben überhaupt keine Ahnung davon, was sie gerade macht. Sie macht nämlich geheime Experimente mit einigen von ihnen, ja. Und das wissen sie scheinbar nicht oder keine Ahnung. Und sie hat es noch nicht mal ihrem Mann erzählt, was sie da macht. Und am meisten enttäuscht ist sie vom James Kroll, also von ihrem bisherigen Speichellecker. Der hat sie nämlich in Frage gestellt. Sie, ja, Laura Reich, sie wurde in Frage gestellt. Ist das ein zu glauben, sagt sie. Und er sagt, ja, scheinbar hat sie so ein Fumium-Headset. Und sie sagt dann, sie wurde dann von irgendeinem, sie wurde dann wütend, irgendwas hat ja, Kontrolle über sie übernommen. Und dann hat sie ihn getötet, sodass quasi er zu Boden gegangen ist und seine Augen aus dem Kopf gesprungen sind und sein Hirn aus den Augen herausgetreten ist, ja. Und dann sagt sie, bin ich ausgetickt. Oder so. Naja, also hört sich alles nicht so gut an. Näheres dazu wahrscheinlich in der nächsten Folge. Macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen.